Uiuiuiui, heute gibt es ein bisschen längeres Video. Und zwar schauen wir uns heute alle mythischen Waffen, Items oder sonst was an. Im Fortnite Chapter 1, Season 1, bis zu Chapter 2, Season 5. Alles, was bis jetzt rausgekommen ist. Ich glaube, ich habe schon richtig vieles vergessen, Leute. Und vergesst mich nicht, mich bitte als Creator-Code Seville einzutragen. Denn wenn wir 10.000 Unterstützer haben, werde ich hier diese Haare einfach als Glatze machen. Ich bin ehrlich mit euch. Ich würde das sowas von feiern, wenn wir das schaffen werden. Ich mit Glatze. Ich glaube, ich sehe aus wie Meister Proper auf Fisch bestellt. In diesem Sinne, wir schauen uns jetzt das Video an. Viel Spaß beim Zuschauen und bleibt bis zum Ende dran. Ich glaube, es sind viele Sachen dabei, die wir gar nicht mehr wissen. Let's go. Ah, wir fangen jetzt mal an. Ah, das war doch von Thanos, ne? Leute, der Thanos-Handschuh. Da ist er. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Das waren ganz, ganz krasse Fortnite-Zeiten. Der konnte ja auch durch alles durchschießen mit seinem Laser. Es war, glaube ich, eine mythische Waffe, die zu stark war. Ich glaube, das wurde ja dann auch noch genervt. Es gab dann ein Update, wo das Ganze genervt worden ist. Das war ganz krank, die Waffe. Generell, wenn du Thanos-Fähigkeit hast, dann warst du unbesiegbar eigentlich. Infinity Blade gab es jetzt ja wieder in Fortnite. Ist erst vor ein paar Tagen rausgekommen. Ich muss sagen, ja, Infinity Blade war jetzt nicht mein Lieblings. Mir hat es nicht so gefallen, wenn ich ehrlich bin. Ich war einfach wahrscheinlich zu schlecht dafür. Ich konnte damit wirklich nicht gut umgehen. Aber ja, war cool einfach, dass es mit drin war. Und schreibt auf jeden Fall mal dann rein, was euer Lieblings-Item war. Ich werde auf jeden Fall dann am Ende auch meins sagen. Ah, das war diese Chest oder was war das? Diese Dinger, wo auf dem Boden waren, genau. Diese Schatztruhen. Und die konnte man aufmachen und dann ist da ja eine mythische Fähigkeit rausgekommen, soweit ich weiß. Oder was war das nochmal? Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, seht ihr mal. Ja, naja, da war der Bogen drin. Geil. Ja, Iron Mans Handschuhe. Einer meiner, muss ich sagen, Lieblings-Items. Es ist auf jeden Fall in den Top 3, würde ich sagen. Boah, das alte Tilted Towers, Mann. Ey, das ist gerade echt Flashback, ne? Captain America Schild war jetzt nicht so meins. War auch gar nicht so stark, ne? Hatte ich das Gefühl. War jetzt nicht das Stärkste. Aber war trotzdem cool, dass es mit reingekommen ist, muss man sagen, ne? So ist es jetzt nicht. Lol, Thors Hammer. Das war aber die andere Version, ne? Das war die allererste Version. Die habe ich sogar schon vergessen, Leute. Die Version. Es gibt ja die Version, wo du von oben nach unten runterkommt, der Hammer. Das war die erste Version. Ah, der Boombogen. Die allererste Ausführung davon. War auch ein sehr starkes Item, wenn ich ehrlich bin. Also es hat schon ziemlich abgekackt oder abgeäfft. Ich will jetzt nicht das Wort sagen. Man konnte sich auch damit so geil bewegen. Es hat auch mega Spaß gemacht, damit zu spielen. Das war geil. Ei, den Chitauris. Die habe ich auch komplett vergessen. Die Chitauris, die Chitauri-Waffe. Ja, das ist komplett vergessen, krank. Das Video ist natürlich in der Beschreibung, ist von Perfect Score, damit ihr Bescheid wisst. Danke an Perfect Score, dass er das coole Video gemacht hat. Da gab es diesen aufladbaren Grenade Launcher. Ja, stimmt, ja. Das fand ich jetzt nicht so geil. Ja. Ah! Batman Grapple Gun! Sieht. Ja, Alter, das war auch. Das war sehr geil. Sehr, sehr geil. Auch mit der Gotham-Stadt hier, Tilted Towers, war dann ja so Gotham City-mäßig. Ja, das war schon krass. Das war schon ganz wild, ne, wenn ich ehrlich bin. Oh, das hatte ich auch vergessen. Diese Batman-Wurfsterne. Die habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Die habe ich total vergessen. Ich habe gefühlt alles vergessen. Also hättet ihr mich gefragt, wann gab es die Batman-Wurfsterne? Keine Ahnung. Der mythische Goldfisch. Das war, stimmt, das war nur 0,001% Chance, dass man den gefangen hat. Lol. Ich habe den nie gefangen, ne? Den gab es nur 0,0001. Heftig. Was hat denn der gemacht? Ja, einfach die Leute. Ich hatte nie einen, außer bei diesem Modus.
Es war auch diese Star Wars Waffe. Ey, no joke. Ich muss euch ehrlich sagen, ich kann mich an diese Waffe auch nicht erinnern mehr. Das war Top 3 auch. Das war Top 3. Die Lichtschwerter. Ja. Es war Top 3 für mich. Hat so viel Spaß gemacht. Unglaublich. Ich würde sagen, dass die Platz 2 bei mir sind. Vielleicht sogar Platz 1. Aber ich würde erstmal sagen Platz 2. Die waren sehr, sehr geil. Ja, natürlich haben wir dann Sky Scrabbler. Und von Sky die Scar. Ist dann rausgekommen. Ja. War es halt geil, war beim Grabbler, dass er unendlich war. Du konntest den Grabbler ja immer einsetzen. Das war schon geil. Und ja, das war cool bei Sky, dass man das holen konnte. Und der Grabbler war halt auch mega krass. Du konntest die ganze Zeit grabbeln. Von Muskelkater, die Waffe. Habe ich mir fast nie geholt, wenn ich ehrlich bin. War aber auch stark. Die hatte ich paar Mal. Aber in der Zeit habe ich Fortnite nicht so gesuchtet wie jetzt. Also war ich nicht so krass im Game drinne. Oder habe so viele Videos gemacht. Wobei die Waffe schon gut war, ne? Ja, Alter, die hat doch 88er Headshots gegeben. Brutus Minigun. Die war ja auch ganz heftig. Es war auch einer der besten Waffen, würde ich tatsächlich sagen. Du hattest zwar nur, ja, eine begrenzte Anzahl an Schuss, aber damit konntest du halt Gebäude zerstören. Oh ja, Midas Drumgun, ey, auch Top 3, auch Top 3. Leute, ich kann mich nicht entscheiden. Also, Midas Drumgun ist, generell ist halt Drumgun meine Lieblingswaffe. Deswegen weiß ich nicht. Ich würde auch Top 3 sagen. Top 3. Ah, TNT Tinas Kabumbo. Der war auch cool. Aber war an sich der einzige, war an sich der gleiche wie beim anderen. Muss man sagen. So, da ist er auch schon. Ja, war fast der gleiche, nur man konnte sich nicht so bewegen oder so Jumps machen wie beim ersten Bumbogen. Ja, aber auch ganz nice. Oh. Deadpools Doppelpistolen. Oder Dual Pistols. Habe ich auch nicht so krass gefeiert. Das war jetzt auch nicht so richtig meins. Die waren halt. Ich fand die nicht so stark. Haben mir nicht so krass gefallen einfach. Also bis jetzt muss ich sagen, Drumgun. Und Laserschwerter bis jetzt meine Lieblings. Ah, die Aug. Ja, ja. Die Aug. Uiuiui. Von dem Lelek. Oder von der Lelek. Lelekin von Ocean war das. Ich muss sagen, Aug, auch eine meiner Lieblingswaffen. Nach Drumgun. Und der Chuck-Chuck, den konntest du einfach die ganze Zeit nehmen, ne? Du hattest die ganze Zeit halt Chuck-Chuck. Gut, da musstest du dich halt aufladen, ja. Stimmt, das hatte ich vergessen. Krass, aber die Aug hat weniger Damage gemacht als die Waffe vom Muskelkater, ne? Auf dem Headshot. Ja, ja, gut. Von Kit. Die Charge Shotgun. Hat mir persönlich nicht gefallen, weil ich kann damit nicht so gut umgehen. Viele haben die Charge Shotgun gefeiert, ich halt nicht. Und dann gab es ja einmal diesen Granatwerfer, sage ich jetzt mal, wo die Leute so wegteleportiert. Das war cool. Aber ja, die Shotgun war nichts für mich. Fand ich jetzt. Das ist meine Meinung. Das war eigentlich so eine Trollwaffe, ne? Oh, Jules Drumgun und Gleiterwaffe von Jules. Die war so ähnlich wie die Batman. Also wie der Batman Grappler. Glaube ich, oder? Da konntest du dann Gleiter rausholen, ne? Ja, genau. Ja, es ist einfach so ähnlich wie Batman. War auch sehr stark.
Und plus Drumgun, ne? Drumgun ist Liebe. Ich kann dazu nicht mehr sagen, als dass es Liebe ist, ne? Einer der geilsten Waffen im Spiel überhaupt. Also wie gesagt, Drumgun ist meine Platz 1 Waffe. Ah, mythischer Pilz. Den hatte ich auch nie gefangen. Er hat leider kein Gameplay davon aber gehabt, leider. Ah ja, da kommen schon die ersten mythischen Waffen. Beziehungsweise, Mann, mythische Fähigkeiten. Dr. Doom. Fähigkeiten. Waren nicht so stark, meiner Meinung nach. Da gab es stärkere. Das war aber auch eine coole Zeit, ja. Mit den Bossen, mit Wolverine und so. Das war auch ganz geil. Meiner Meinung nach einer der unnötigsten, ja, Fähigkeiten waren jetzt von Silver Surfer. Das war so die schlechteste mit Black Panther zusammen. Aber manchmal, wenn man in dem Fight war und fast gestorben ist, hat man das halt eingesetzt und dann konnte man halt schnell weggehen. Das war halt schon gut. Aber mehr konnte ich halt nicht machen, ne? Aber trotzdem nice. Trotzdem nicht einer der besten. Gut, Schild. Besser als die letzten zwei, die jetzt gezeigt worden sind. Hast dich halt geheilt und konntest dich verteidigen. War aber auch nicht einer meiner Lieblings. Ja, aber hielt nur normales Leben, ja. Nur grünes Leben, nicht auch blaues. Es war okay. Was haben wir als nächstes? Ja, da kommen wir zu Iron Man. Das waren, ja, meine Lieblingsmythischen Fähigkeiten. Als ob es gestern gewesen wäre, ne? Wenn man das Gameplay so sieht, als ob man gestern erst Iron Man getötet hätte. Und ja, der Tresor war halt auch heftig von Iron Man. Da gab es halt auch immer so gute Gegenstände. War auch der krasseste Tresor. Iron Mans Gegenstände waren halt auch die krassesten, weil du halt den Laserstrahl hattest. Und du konntest fliegen. Du hattest die Repulshandschuhe. Besser geht's nicht. Auch einer der schlechtesten, meiner Meinung nach. Storms, Tornado oder so, fand ich auch ganz schlecht. Das war dann der Torschlag hier einmal, wo der eingesetzt hat. Der kommt wahrscheinlich auch gleich. Aber das habe ich nicht gefeiert. Genau, jetzt kommt der Torstrike. Das ist, was ich am Anfang gemeint habe. Es gab ja zwei Versionen. Einmal jetzt der am Anfang, wo du so geschmissen hast und zurückkommt. Und dann gab es einmal jetzt noch den da. Ja, das mit den Superhelden kommt mir echt wie gestern vor. Krass. Ja. Die zweitbeste mythische Fähigkeit von den Bossen war ganz klar Wolverines Fähigkeit. Wie viel Scheiße haben wir mit dem Typ gemacht? Was passiert, wenn Wolverine gegen deine Mutter kämpft? Wie oft der mich gekillt hat, Mann. Wie oft der mir Aufnahmen versaut hat. Das glaubt ihr gar nicht. Hey. Wolverine war anders krank. Ich sag euch, wie es ist. Ja. Und dann kam halt Black Panther, ne? Der auch eine absolute Rotzfähigkeit, leider. Der hätte viel Besseres verdient. Aber wenn es seine Fähigkeit ist, was willst du machen? Ich sag euch ehrlich, ich habe die auch nie richtig gecheckt, wie die funktioniert. Irgendwie hast du dich so aufgeladen und hast dann Damage in einem Umkreis gemacht, wo du getroffen hast. Keine Ahnung. War jetzt nicht so meins. Bin ich nicht mit klargekommen. Oh, She-Hulks Fähigkeit. Die habe ich gefeiert, weil es damit viele Glitches gab. Damit konnte man ja über die ganze Map fliegen. Das waren ja auch sehr, sehr krasse Videos. Da konnte man einfach keine Ahnung wohin. Das war cool. Was haben wir jetzt gleich als nächstes? Oh, Venom habe ich ganz vergessen gehabt. Ist okay. Also, wobei man sagen muss, Venom war schon OP, weil er alles zerstören konnte. Ihr seht es auch gerade hier. Man konnte in jedes Gebäude rein, alles zerstören. Es war schon stark. Es war stark. Auf jeden Fall. Mega stark sogar. Guck mal. Naja. Es war heftig. Krass, wie viele Sachen schon in Fortnite drin waren, ne? Schon interessant. Oh, ja. Also, ich glaube, das ist Platz 1. Shadow Midas Drumgun. Leute, ist für mich Platz 1. Es ist zwar nur eine Drumgun, aber ich weiß nicht. Dieses
Halloween-Feeling. Irgendwie kriege ich Gänsehaut gerade. Ich schwör's euch, ich weiß nicht warum. Es war einfach so eine geile Fortnite-Zeit. Da ging es mir auch so gut und ich habe das Spiel so gefühlt wieder. Man konnte so viele Experimente machen. Es war ein mega geiles Event. Ja, der Witchbroom, Alter. Der Hexenbesen, der Nimbus 3000. Ja, der war auch ganz geil, Mann, ohne Witz. Halloween war Baba. Fortnite Mers waren richtig geil dieses letztes Jahr. Oder? Fand ich. Ja, jetzt kommen wir zu den ganz neuen Sachen. Ist jetzt nicht mein. Einmal auf die Zunge gebissen. Weiß nicht, so Jetpack hatten wir schon mal. Ja, die Sniper ist stark, keine Frage. Aber irgendwie fühle ich das nicht wie die anderen Sachen. Irgendwie, keine Ahnung. So, Jetpack ist halt total, ja. Die Sniper ist gut, keine Frage. Mit dem Thermalvisier und so, das ist schon heftig. Aber so an sich weiß ich nicht. Jetzt ist es meine Lieblingsdinger. Also Platz 1 ist bei mir Shadow Midas Drumgun. Platz 2 Star Wars Laserschwerter. Und Platz 3 weiß ich gerade gar nicht mehr. Ja, und dann ist ja auch noch die Predator mythische Waffe oder Fähigkeit rausgekommen, wo man sich unsichtbar machen kann. Ist nice. Wir können damit gut Gegner trollen. Ihr seid halt nicht die ganze Zeit unsichtbar, ne? Das ist halt das einzige Ding. Alles ist stark. Hat er den jetzt, oder? Ah, da. Ich glaube, der holt den jetzt. Ja, nice. Ich glaube, das war auch die letzte Waffe, Leute. Ja, krass. Die letzte mythische Waffe, / Fähigkeit. Das waren alle mythischen Fähigkeiten und Items, die es jemals in Fortnite gab. Von Fortnite Chapter 1, Season 1 bis zu Chapter 2, Season 5. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Vergesst nicht den Creator-Code, Leute. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.